Ja, liebe Leute, lange drauf gewartet und jetzt ist es soweit. Und damit herzlich willkommen zum neuesten Ableger auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Let's Play F1 2019. Jetzt geht ja nicht los wieder Formel 1 bei mir auf meinem Kanal. Ich bin so gehypt, ich habe mich so drauf gewartet. Und endlich geht es los. Ich spiele übrigens die PS4-Version, nur so nebenbei. So. Genau, wir bestätigen erstmal die ganzen Lizenzvereinbarungen und alles drum und dran. Das ist normal bei einem neuen Spiel. Das Spiel ist das erste Mal, fange ich mal an und direkt für mich auf meinem Kanal. Genau, das machen wir so. Alles drum und dran, Anpassung, Hardbereich, bla, irgendwas, Fahrer erstellen. Wir stellen natürlich unseren eigenen Fahrer. So, dann schaue ich mal kurz meinen Controller, weil das ist dann ein bisschen einfacher. Natürlich werden wir auf jeden Fall uns einen eigenen Avatar stellen. Ich denke, der kommt mal auf jeden Fall. Ich bin natürlich Deutscher. Der Vorname, mein Vorname, das wird ganz einfach sein. Das wird auch der gleiche Vorname sein, den ich in FI 2018 hatte. Gaming natürlich. So. Mein Kürzel. So. Ich hoffe, dass mein Nachname dabei ist. Ich glaube ja nicht. Nope, natürlich nicht. Mr. Monaco, ja. Genau, bei der Strecke, die ich sowieso nicht kann. Dann wird es wieder mein alter Nachname werden. Ja, so denke ich mal, sollte sogar ein Problem sein. Ich werde gucken, gerade durch eben noch schnell, ob da was noch dabei ist. Na, ja, nicht. Okay, dann wird es wieder natürlich sein Röchter. So wie ich dann auch im FI 2018 hieß. Das ist mein alter Nachname, nur so nebenbei. Deswegen. So, meine Startnummer ist die Nummer 87, die ich auch nehmen werde, der FI 2018. 19 natürlich. Die Nummer ist auch frei. Die 88 ist man sich frei. Die hat Robert Kubica. In der Karriere und der Liga darf der amtierende Meister die Fahrer Nummer 1 werden. Müsste zum 1 wechseln, wenn der so verfügbar ist. Ja, möchte ich, wenn sie da ist. Profil bestätigen. Wir gehen auf jeden Fall rein. Zack. So, die Frage ist, darf ich jetzt mir noch einen Helm machen? Oder sieht das jetzt gerade nicht so aus? So, Anpassung. Ich hoffe, dass ich mir noch einen Helm machen kann. Ich bin der Autofahrer. Helm. Da ist es. Ich muss Credits erstellen. Okay, ich habe natürlich keine Credits. Schade, den hätte ich cool gefunden, aber wir werden auf jeden Fall unseren Fahrer in den Helm nehmen. Ich will auf jeden Fall wieder einen schwarz-rot-goldenen Helm nehmen. So, die Premium-Helme kosten muss ich natürlich kaufen. So, Farbe ändern. Genau, Farbton der erste. Das ist ein klassischer schwarz-goldener Helm. Warte mal, ich muss die kurz komplett rausnehmen. Die Luminanz. So, einmal das. Obwohl, schwarz-rot. Ich glaube, ich mache das anders. Ich nehme die gelb. Mache die gelb. Boah, ich bin so gespannt. Hype, wenn wir endlich auf die Strecke dürfen. So, dann den zweiten Teil. Dann nehmen wir da natürlich, machen wir das in Rot. Und die Luminanz stellen wir hier auch runter. Und dann habe ich meinen schwarz und goldenen Helm, den ich auch gerne in F1. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, nehmen wir an, auf jeden Fall. So. Ein nettes Outfit. Ein Anzug. Wir dürfen auch noch einen Anzug erstellen. Uiuiui, so viele Änderungen in FI 2018. Das ist FI 2019 natürlich. Entschuldigung. Aber auch hier müssten wir theoretisch wieder Credits einsetzen. So, kann ich die Farbe ändern? Nö, kann ich nicht ändern. Scheiße. Schade. Okay, ich müsste sie alle kaufen. Wollte ich nehmen den. Die Handschuhe. Habe ich die. Gibt es weiße, klassische Weißhandschuhe? Fast der dazu, ne?
Irgendwie ein bisschen passt ja was aus zu dem alten Williams. Jo. So, dann gehen wir rein in eine neue Karriere. In F1 2019 startest du deine Karriere mit der Wahl eines Formel-2-Teams. Für dieses Team zu fahren, lässt dich die besonderen Momente einer Formel-2-Saison erleben. Eine eigenständige Rennsportmeisterschaft voller Nervenkitzel und das Sprungbrett in die Formel 1. Am Ende dieser Nachwuchsserie bestimmt deine Wahl der Fahrerschmiede und deine Leistung in der F2 die Bedingungen für einen Vertrag mit einem Team der Formel 1. Mit dem Aufstieg in die Königsklasse schreibst du dein eigenes Kapitel in der Motorsportgeschichte. Deswegen gibt es auch eine kleine Änderung, mal so nebenbei gerade auf meinem Kanal. Also nicht wundern, wie gesagt, falls das irgendwie durcheinander geht. Heute ist Donnerstag. Wir starten heute mit dem F1 2018, F1 2019 natürlich. Aber mit der folgenden Änderung, dass morgen quasi die Karriere hoffentlich mit Williams losgehen kann. Ja, genau. Wir machen das so. Wir können die Nachwuchsserie theoretisch sogar überspringen. Machen wir das? Ach komm, wir machen es richtig. Für welches Team wollen wir denn fahren? Wir könnten natürlich für das Team Prema fahren. Da fährt übrigens auch ein gewisser Mick Schumacher nebenbei. Ja, dann machen wir das doch auch. Dann fahren wir mit dem Kollegen. Wähle eine Fahrerschmiede aus. Mercedes-Fahrerschmiede. Könnten wir theoretisch nehmen. Wieder vor Sinja. Aber wir könnten natürlich auch Ferrari-Fahrerschmiede, Red Bull-Fahrerschmiede, klar, mit Red Bull und Toro Rosso, Renault, McLaren. Keine. Wir brauchen auf jeden Fall, wollen auf jeden Fall die Fahrerschmiede von Mercedes, nämlich in den Williams, wo wir ja durchgehen. Daraus gehen wir rein in die erste Karriere. So, was fahren wir denn überhaupt komplett? 30, 30, 30 sagt ihr uns. Qualifying machen wir auf jeden Fall kurz. Einführungsrunde an. Rente ist von 25%, sollte kein Problem sein, aber die KI-Fahrerstufe, die stelle ich auf jeden Fall hoch. Die werde ich Richtung 75 stellen erstmal für den Anfang. Sollte das, oder was haben wir nochmal? Ich nehme mal sogar für 80. Nee, 75 ist okay. Halt, ich habe mich da oben gerade ein bisschen verdrückt. Also wir werden auf jeden Fall wieder drei Trainings haben. Das wird auf jeden Fall sein. Das werden wir dann am besten morgen machen. Heute gehen wir rein in das, in unsere erste Profikarriere mit Evans 2019. Ich muss mich jetzt wieder ein bisschen umgewöhnen. So, in dem dritten Event der Formel 2-Meisterschaft 2018 stellt er mich Charles Kev Gaming vor eine schwierige Wahl, dem Team vorangehen und die Position dem Teamkollegen Lucas Weber überlassen oder Weber die Möglichkeit geben, gegen dessen Rivalen Devin Butler zu kämpfen. Ja, Devin Butler, den Namen kennt man natürlich auch unter anderem aus FIFA 19 The Journey. Da war es unser Trainer, wie auch immer. Gut, gehen wir rein. Oh, ich bin nicht so gehypt. Devin Butler folgt dicht dahinter. Die beiden haben sich in den frühen Entscheidungen dieser Meisterschaft wirklich nichts geschenkt. Da ist etwas schiefgelaufen. Butler sieht seine Chance. Vielleicht ein mechanischer Defekt? Das Auto wird wieder schneller. Die Ursache des Problems ist unklar. Werden sie das Rennen so noch zu Ende fahren können? Das werden wir gleich sehen. Sieht nach einem Problem mit dem Turbo aus. Du hast etwas an Höchstgeschwindigkeit verloren. Aber du bist kurz vor dem Ziel. Du kannst noch mithalten und ein paar Punkte holen. Gib nicht auf, gib einfach dein Bestes. Wir stehen alle hinter dir. Ich muss mich jetzt wieder ein bisschen umgewöhnen. Jetzt habe ich mal gucken, wie die... Ich fahre jetzt mit dem Lenkrad nur so nebenbei. Ja, gehen wir aufs Team oder lassen wir greifen mal komplett an oder holen ihn, bleiben da hier vor. Wiederhole, dein Teamkollege möchte dich überholen. Ich weiß, dass du keine Position abgeben willst, aber er hat mit Turbo bessere Chancen als du. Ja komm, dann lass mal ziehen. Jetzt geh, komm. Wenn du Lukas aufhältst, könnte das einen Punktverlust für das Team bedeuten. Dann greifen wir damit an, dass wir den ziehen. Hol uns Platz 6. Sekunden. Ich soll dir von Lukas Dank
weiß, dass es frustrierend ist, aber du hast die richtige Entscheidung für das Team getroffen. Wir stehen alle hinter dir. Gib dein Bestes bis ins Ziel. So, natürlich müssen wir jetzt ein bisschen... Ja, es bringt aber nichts, wenn ich hier... Ich bin ihn unnötig aufzuhalten! Klatsch und der nächste. Die Rückblende ist jetzt rein, habe ich natürlich einen dicken Fehler eingebaut. So, zweite Chance. Klar, die nächste. Und so. Jetzt kommen natürlich einige Trophäen. So, es sind noch zwei Runden. Aber lieber dann, wie gesagt, bevor ich den jetzt unnötig aufhalte, haben wir Platz 5 versauer. Also, wenn ich ihn Platz 5, 6 versauer, dann lasse ich ihn vielleicht sogar Platz 4 holen und vielleicht sogar doch noch ein paar mehr Punkte fürs Team. Ich denke, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Auch wenn es natürlich ein bisschen frustrierend ist. Aber erinnern kannst du es jetzt eh nicht mehr. Vielleicht kriegt er ihn ja noch. Der greift natürlich jetzt gleich den nächsten Fahrer da vorne an. Und wird wahrscheinlich vorbeigehen, ja. Es ist übrigens... So, George, was? Oder was? Sieht das gerade vom Namen falsch? Mein schlechtzukünftiger Teamkollege im Williams Team. Ich arbeite mich jetzt gerade so ein bisschen ran. Vielleicht kriege ich sogar noch persönlich meinen 5. Platz wieder zurück. Ich komme jetzt wieder ran. Der ist ja mal leider nicht, aber zumindest vielleicht haben wir noch die Chance, dass wir... Ja, vielleicht kriegen wir doch noch. Mein Teamkollege sogar auf Podiumskurs ist. Ich will jetzt natürlich da auch vorbei, noch irgendwie, wir zumindest ein paar so eine Möglichkeit haben, Punkte zu holen. So, Angriff nochmal. Der Drecksack. Da hat er mir tatsächlich nochmal die Tür zugeworfen. Da wollte ich tatsächlich mir holen.
Da hat er mir tatsächlich nochmal Platz 5 versaut. Gut gemacht, tolles Finish. Scheiße. Hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Den hätte ich noch gehabt. Den hätte ich definitiv noch gerestiert sonst. Es hatte sich schon länger angekündigt. Was für ein herausragender Sieg für Dams. Davide, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich denke, er hat das Rennen gewonnen, weil er sich anpassen konnte. Zu jedem Zeitpunkt hat er getan, was erforderlich war. Er war besonnen und beständig, wenn es nötig war, aber schonungslos und aggressiv, wenn es verlangt wurde. Es gab heute nichts da draußen, mit dem er nicht fertig geworden wäre. Diese Anpassungsfähigkeit wird ihm noch gute Dienste erweisen, wenn er sie in dieser Saison beibehalten kann. Da hat der Russell mir gerade mal schön die Tür noch zugeworfen in der letzten Kurve. Den hätte ich auch gehabt. Dass die Fahrer bereits auf dem Weg sind. Das war eine grandiose Mannschaftsleistung und das Ergebnis harter Arbeit. Dams holt sich heute den Sieg. Schade, Mann. Ja, das wurmt mich gerade so ein bisschen. Seht uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Devin Butler, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Also, Davide Balsecchi, wer war für dich der Fahrer des Tages? Nach so einem Rennen ist es natürlich Alessio Lorandi, oder? Total sauber, komplett durchdacht. Mit dieser Leistung kann er sehr zufrieden sein. Und weiter zu den anderen Teams. Dams hat die Führung in der Rangliste übernommen. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen. Wir hoffen, sie wiederzusehen. Machen Sie es gut. So, wir haben also, ja, scheiße, das ärgert mich gerade so ein bisschen. Das ärgert mich gerade tatsächlich noch ein bisschen. Also viele Fahrer, die tatsächlich hoch in die Formel 1 gehen werden, Anführungszeichen gehen werden. Die Presse. Nee. Da bist du ja. Das war ein aufregendes Rennen. Es hat dich auf jeden Fall ins Gespräch gebracht. Ich konnte dir ein Interview klar machen. Okay, wir sind bereit hier drüben. Einen Augenblick. Denk dran, alles, was du zur Presse sagst, kann sehr, sehr öffentlich werden. Also, sei entspannt, aber achte auch darauf, was du sagst und wie es andere aufnehmen könnten, okay? Wir sind bereit. Super. Emma sagt ständig, auf sie sollte man diese Saison ein Auge haben. Wenn das stimmt, werden sie sowas wie hier noch häufiger tun. Denken Sie daran, sie selbst zu sein. Und je mehr Sie mir zuspielen, desto besser wird es laufen. Gut, stehen Sie hier. Ein bisschen mehr in diese Richtung. Perfekt. Bereit? Ein aufregendes Rennen heute. Wie denken Sie darüber? Das ist Ihr drittes Wochenende mit Lucas. Haben Sie sich eingewöhnt? Ja, man würde mal eine Lob mal an so einen Teamkollegen. Ja, nur eine gute Arbeit geleistet. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie angewiesen wurden, Ihre Position an Lucas abzugeben? Genau, klar, das war heute wohl zum Wohl des Teams. Klasse, das war dann alles. Das war heute definitiv alles andere als das Wohl des Teams und das könnte auch nur positiv für uns sein. Ich weiß, dass es nicht leicht war, mich vorbeizulassen. Aber es war richtig. Du bist gut gefahren. Ja, ja, so würde ich es auch beschreiben. Nur gut, nicht großartig. Einer von sechs. Einer von sechs kommt in die Formel 1. Die anderen fünf lassen sich von ihren Teamkameraden die Punkte stehlen. Echt schade. Viele Fahrer bekommen keine Chance, weil sie für das Team fahren. Diese Teams haben uns hergebracht. Ja, aber die Fahrer tragen das Risiko. Wir sollten dafür belohnt werden. Willst du in die Formel 1? So denken Gewinner. Ich komme nicht drauf. Wie viele Rennen hast du gewonnen? Jetzt pass gut auf. Am Ende dieser Meisterschaft werde ich die Trophäe in den Händen halten und das ohne Teamkollegen auszunutzen, um den Sieg zu stehlen. Okay, ich bin raus. Glaub, was du willst, Devin. Aber die Saison ist noch jung. Entweder ist er sehr schlau oder du ein Schwächling. Glaubst du wirklich, dass er dasselbe auch für dich tun würde? Nein. Pass besser auf dich selbst auf. Macht sonst keiner. Ja.
So, also Mick Schumacher hat sich heute nicht am Start. Das sechste Event war ein Tiefpunktvergift gegeben mit einem aggressiven Versuch von Devin Butler zu einem Zusammenstoß und einem kaputten Foto geführt. Partnerschaft macht ihn wieder in Reichweite. Okay, das habe ich jetzt nicht lesen können. Das hätte man natürlich jetzt machen können. Gesehen haben. Devin Butler liefert sich ein Rad-an-Rad-Rennen mit seinen Meisterschaftsrivalen. Niemand will den anderen vorbeilassen. Es gab einen Kontakt. Butler ließ seinem Gegner keine Wahl. Das ließ sich einfach nicht vermeiden. Da, ein deutlicher Schaden. Ich bin mir nicht sicher, ob das rücksichtslos oder einfach nur aggressiver. Jedenfalls werden die Rennmarschalls bald etwas zu sagen haben. So, wir müssen wieder rankommen. Ich hatte in Österreich, um zu Gast zu sein. Ich muss dich jetzt wieder ein bisschen reinarbeiten hier. Die Frage, wo hängt der, ne? Der kommt in die Boxengasse. Diese Fuck, du behindertes Arsch, ey. Die fahren doch aggressiv, du willst doch in die Mitte, die machen hier so die Tür zu direkt. Er kann doch Online-Serie fahren, ey, weißt du, da hast du genau die gleiche Kacke. Devin ist jetzt auf P6, sechster Platz. So, jetzt greife ich mir den Platz hier an. So, hab ihn. Vier Runden noch. Wir müssen ja jetzt gucken, dass wir da rankommen. Momentan auf 10. Nächstes wird George Russell. Mit dem. Mit dem wir ja einen, mit dem wir ja in Spanien schon so ein bisschen unsere Problemchen hatten. Mal gucken, ob wir uns diesmal leichter überholen lässt, oder Anführungszeichen. Und davor das kleine Doppelpäckchen, da ist er mit dabei. Das. Ich muss natürlich jetzt wieder da voll rankommen. So, schnellste Rennrunde momentan. Vorbei an George Russell. Dann auf 9. Das heißt, da vorne die 2 müssen wir kassieren. Den zweiten davor. Nächstes ist der Kollege Günther. Und davor müsste der Butler sein. Und wir haben noch 3 Runden Zeit.
Ja, ja, schon klar. Die Information kenne ich auch mittlerweile. Aber es macht Laune, definitiv. Man muss sich ein bisschen beweisen hier in der Junior-Serie, um dann später halt, wie gesagt, den Sprung in die Top 10 zu machen. Beziehungsweise nicht in die Top 10, in die Formel 1 zu schaffen. In die Königsklasse. So ist es auch realistisch. So macht es auch richtig, richtig, richtig Laune. So, jetzt jage ich mir den. Das Gute ist, ich komme jetzt vorbei. Und die schnellste Rennrunde mit 1:17.2. Ich werde natürlich jetzt nicht unfair angreifen, das ist definitiv klar. Mal gucken, ob ich ihn in der Haarnadel gesnackt kriege. Oder aber dann tatsächlich vorher schon klein beigibt. Ja. Wir hatten jetzt DRS, wir haben DRS und wir können ihn angreifen. Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Da, hab ihn. So, jetzt sage ich mir noch Alex Albon, den neuen die Kollege aus dem Toro Rosso-Team. Der dann den Sprung wahrscheinlich in der. Das muss ich natürlich. Der wird natürlich für seinen Teamkollegen arbeiten hier ein bisschen. Und ein bisschen vom Gas gehen mit den Füßen. Um mir eventuell die Möglichkeit zu geben. Um mir natürlich die Möglichkeit zu geben, uns wieder zu kassieren. Hab ihn. Den Renault wird wahrscheinlich nicht machbar sein. Das ist eine gute Information. Ich glaube aber nicht mehr, dass wir den Renault davor kassieren, oder? Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Oh, wir haben nochmal einen Taubersektor gefahren. Ja, mal gucken, ob wir nochmal kassieren. Fahrer vor mir. Giotto vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,6 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 6 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 20,9. Boah, 4 Sekunden nur jetzt. Etwa 4 Sekunden auf. Devon ist auf P8. So, danke schön für die Information. Die war auch sehr, sehr wichtig. Na, das wird wahrscheinlich schwierig werden. Vielleicht kriege ich ihn noch. Das wäre Platz 5, wäre dann ein Träumchen, wenn ich ihn noch kassieren könnte. Du Arsch, Alter. Du, warum müssen eigentlich immer Leute mir das... Ah, Mann, warum müssen die das denn machen? Du willst doch vorbeigehen und dir schmeißen die wiederholte Tür zu. Ich muss wieder komplett den Dings machen. Ist mir gerade egal. Das läuft doch spitze. Wir sind 5 Plätze besser.
Diesmal aber irgendwann bin ich auch mal ein bisschen assi. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Yes! Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Carlen heute den Sieg eingebracht hat. Also, Davide, was ist deine Erklärung dafür? Das war ja eine Achterbahn. Glückwünsche sind absolut angebracht. Es war ein spektakuläres Rennen und eine fantastische Fahrleistung des Siegers. Aber es wird sicher auch viel Beifall für den heutigen Außenseiter geben. Erstaunlich, dass Devin Butler nur eine Strafe für diese Kollision erhalten hat. Aber dass sein Rivale, den er hinausbefördert hat, wieder zurückkommt und ihn schlägt, das hat das ganze Rennen für mich interessant gemacht. Und hier sind sie, die Gewinner von heute. Das Carlen-Team hat einige der größten Namen in der Formel 1 hervorgebracht. Und heute haben sie wieder ihre Kompetenz bei der Rekrutierung neuer Talente bewiesen. Die Sieger von heute haben gewiss eine glänzende Zukunft vor sich. Und nach der heutigen Leistung haben sie diese mit Sicherheit verdient. Sehen wir uns einmal an, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Fahrermeisterschaft hat. Nach diesem schwierigen Rennen hat sich der Abstand an der Spitze für unseren Meisterschaftsführenden verringert. Also, Davide Valsecchi, wen würdest du als Fahrer des Tages wählen? Wenn man sich überlegt, wo Mirai Fukuzumi begonnen hat und wo er jetzt steht, das ist eine wirklich starke Leistung. Also kann nur er heute der Fahrer des Tages sein. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Teamrangliste. Prema hat seine Führung in der Meisterschaft ausgebaut. Auch das Team von Russian Time hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, denn richtig los geht's erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ah, das war wichtig, dass wir da dran sind. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Ja. Das war heute ein großartiges Comeback. Dachten Sie, dass es vorbei wäre, als Sie mit Devin kollidiert sind? Hätten Sie je gedacht, dass Sie den Platz von Devin zurückerobern könnten? Genau. Einfach mal auf sich selber gucken. Sie und Lukas haben in letzter Zeit viele Punkte gesammelt. Wie schätzen Sie Ihre Chancen in der Meisterschaft ein? Ja, genau. Danke für den Kommentar. Ja, mal gucken, was er jetzt sagt. Eben noch so selbstsicher und jetzt auf einmal das. Habe ich gesucht. Tja, was soll ich sagen? Ich denke, ich werde wohl nicht drum rumkommen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dir denselben Respekt gezollt habe wie allen Fahrern. Denn du verdienst ihn nicht. Keiner von euch beiden. So zu fahren war das allerletzte. Lächerlich. Tja, genau. Lächerlich. Ich fahre auf meiner Linie und jemand rammt mich. Mir geht's übrigens gut, danke. Und dann kriege ich auch noch eine Strafe. Unglaublich. Jede Sekunde dieser Strafe war verdient. Nicht nur, dass du sein Auto geschrottet hast. Jemand hätte ernsthaft verletzt werden können. Ja, ich. Gut, aber gewinnen um jeden Preis ist deine Strategie, nicht unsere. Also pass auf. Was auch immer. Ignoriere ihn einfach. Er weiß, dass du besser bist. Also, halte ihn im Rennen auf Abstand. Wenn er auf Tuchfühlung geht, gewinnt er, klar? Komm, die Presse wartet.